So, meine Freunde, kommen wir nun zum Tisch. Wie ist das eigentlich zustande gekommen und wieso habe ich mir endlich so einen Tisch gebaut mit eingebautem Computer? Also ich hab das schon sehr oft gesehen, gerade dieses Case-Modden und so. Ne? Ich finde das richtig geil, was man da so alles machen kann. Ne? Es gibt Leute, die bauen aus Sachen ein Gehäuse, wo ich mir dann halt denke so, what the fuck? Ne? Und gerade auch Videos über Systeme im Tisch habe ich mir angeschaut. Und da dachte ich mir so, sowas will ich auch haben und wollte das erstmal alles aus MDF bauen, ne? Also das heißt Platte über Platte und all so ein Scheiß, ne? Aber dann sind wir halt umgezogen, hier in das neue Haus halt, ne? Und da gab es einen alten großen Esstisch noch, ne? Und dachte ich mir so, dieser Esstisch da, ne? Der ist breit genug, der ist lang genug, zwar nicht hoch genug, da musste ich mir halt andere Beine zusingen, aber der war perfekt, ne? Also habe ich dann erstmal drauf gezeichnet, wie kann ich das machen, wo soll da halt dieses Viereck hinkommen und so. Und dann habe ich angefangen, es auszuschneiden und dann ging eigentlich so an sich alles schon los. Ne? Der Kasten war ziemlich schnell gemacht. Diese obere Plattform hier oben, wo halt auch die Temperaturanzeige ist und so wie das Nvidia-Logo und so, habe ich mir halt dann ausfräsen lassen mit der Fräse von meinem Vater. Ich habe halt die beiden Logos dann von Nvidia und von ROG, habe ich mir dann im Illustrator importieren lassen und diese dann einfach in so ein anderes Programm noch und dann ging es eigentlich schon los mit den Fräsen. Ne? Das war an sich alles ziemlich einfach. Ich musste halt schummeln. Ich hatte halt keine MDF-Platte, die jetzt, ich glaube, das sind 2 Meter noch was, lang ist. Ich hatte, glaube ich, nur eine mit 1,60 oder so, ne? Also musste ich nach der Platte mit 1,60 nochmal eine Platte ranhängen. Also man sieht so einen kleinen Strich. Ich hätte das auch schön verspachteln können oder so, ne? Aber da habe ich ein bisschen geschummelt. Ich finde es okay. Also ich meine, es ist jetzt auch kein Tisch, den ich jetzt irgendwie verkaufen will oder so. Das ist ja mein Eigentisch. Immer noch relativ stolz darauf. Am Anfang dachte ich mir, okay, ich mache alles nur mit Luftkühlung. Baue halt genug Plätze für Kühler ein. Ich glaube, das waren ja 6 Stück. 7 Stück, weil am Mainboard-Tray ist auch noch einer hinten dran. Und dann dachte ich halt, ja, Wasserkühlung wäre eigentlich auch gar nicht mal so schlecht, aber ich hatte überhaupt keinen Plan von Wasserkühlung. Ne? Es war so, Fitting, Schlauch, Pumpe. Habe ich mir halt übelst viele Videos angeschaut. Da gibt es auch einen YouTuber, Kenshu und Co., glaube ich, heißt der. Der erklärt sehr viele Sachen, aber der erklärt dir auch super und man versteht das sofort. Ich kann da mal einen Link in die Beschreibung packen. Wenn jemand was über Wasserkühlung lernen möchte, schaut mal da vorbei. Oder halt auch einen anderen, der heißt PC Mate oder so. Auch ein sehr cooler Typ, finde ich. Hat zwar nicht sehr viele Abos, aber das kann sich ja eventuell ändern. Schaut mal vorbei. Die haben mir auf jeden Fall geholfen, gerade was Wasserkühlung angeht. Also die Videos haben mir geholfen. Die haben mir nicht privat geholfen. Und dann wurde ich auf jeden Fall schlauer. Also da habe ich mir gedacht, okay, alles klar, Pumpe, 360 Radiator rein, hier von EK, EK, EK da, EK hier und so, ne? Also ich weiß nicht, ob EK jetzt das Beste ist. Ich glaube, was gibt's noch? Alpha Cool soll eigentlich auch ziemlich gut sein. Ne? Aber ich habe mir halt erstmal so ein Kit gekauft von EK oder EK. Und dann habe ich halt das halt noch ein bisschen erweitert natürlich. Meine Grafikkarte ist zurzeit nicht unter Wasser, aber ich denke mal, ich werde es noch über ein paar Wochen prüfen. Ob ich eventuell meine Grafikkarte jetzt schon anschließen kann an meine Wasserkühlung, aber ich glaube nicht, dass ich genug Kühlleistung habe. CPU ist übertaktet, ne, und soll noch mehr übertaktet werden. Also muss ich mir was einfallen lassen. Eventuell mache ich so ein Upgrade, wo ich dann unten vielleicht so eine kleine Box ranhänge, wo ich dann nochmal einen 360er oder 240er ranhänge und dann die Grafikkarte noch mit in die Wasserkühlung einbaue, eventuell. Also das wäre so mein Plan gewesen. Ich würde jedem empfehlen, wenn ihr auch mal Bock habt, sowas zu bauen, so einen Tisch da, ne? Nehmt ein Programm wie zum Beispiel SketchUp, da habe ich so eine Zeichnung gemacht. Ich habe mich nicht ganz an die Zeichnung gehalten, weiß ich, keine Ahnung. Also ich habe das auch so ein bisschen so frei aus dem Kopf gemacht, ne? Aber ich habe eine Zeichnung gemacht, hier einblenden, bam, bam, Digga. Und dann kann man eigentlich so an sich loslegen. Also was braucht man viel? Also du brauchst halt Säge, Holzkleber, Stift und Geduld, ne? Und vielleicht ein paar Schrauben. Ne, muss man auch schrauben. Wäre auf jeden Fall sinnvoll, wenn man das auch noch schraubt nach dem Kleben. So, ich finde, ich habe genug gelabert. Ich werde jetzt darauf eingehen, was habe ich jetzt verbaut im System. Ne, erst mein altes System und dann mein neues System. Das mache ich jetzt nochmal separat, weil ich kann das jetzt nicht alles aus dem Kopf, aber ab dafür. Also meine Freunde, System Nummer 1. CPU ist ein i7-4930K. Das Mainboard ist ein Asus Rampage 4 Extreme. 16 GB DDR3 Speicher von G-Skill. EVGA GTX 980 Ti Super Clock Plus. 2 SSDs, 128 GB für Windows, 256 für wichtige Programme oder ein paar kleine Spiele und 3 TB Seagate HDD.
Und jetzt das neue System und wie ich finde, eine Maschine, die einfach zu Übertakten einlädt. Die CPU ist ein i7-5930K, läuft zurzeit auf 4,2, da ist noch mehr drin, ich brauche halt nur ein bisschen mehr Zeit. Das Mainboard ist ein Asus Rampage 5 Extreme. Gerade was das Übertakten angeht, ist dieses Mainboard mit vielen Features und erhöhter Sicherheit entwickelt worden. Wie zum Beispiel OC-Sockel. Der OC-Sockel verwendet zusätzliche Pins, um die versteckten Funktionen der Haswell-E-Architektur, sprich meiner CPU, mit einer speziellen Schaltung von Asus zu verbinden. Mit dem Sockel kann man zum Beispiel höhere DDR4 Speicherfrequenzen, niedrige Latenzen sowie eine verbesserte Stabilität erreichen. Wir haben auch noch 8 DDR4 DIMMs, die auch nochmal fürs Übertakten optimiert worden sind, ausgerüstet mit einer T-Topology-Schaltung von Asus, die eine Minimierung von Störungen und Signalreflexionen super Übertaktungsmöglichkeiten bieten soll. 3300 MHz plus wird hier unterstützt. Wenn man mehr als 3300 MHz haben möchte, muss man übertakten. Auch noch eine schöne Sache ist das OC-Panel. Dieser dient zur Echtzeitüberwachung. Sprich CPU-Temperaturen, Multiplikator, Basistaktwerte und Lüfterdrehzahl. Man kann zum Beispiel mit dem Schalter CPU-Level-Up seine CPU instant in 2 Stufen übertakten. Die CPU-Lüfter kann man übrigens auch einstellen, dazu hat man 3 vorgefertigte Modis, Turbo, Standard und Silent. Das Mainboard besitzt 8 Kombi-Lüfteranschlüsse, sprich für 3- oder 4-polige Lüfter, plus 7 Temperatursensoren und das Programm Fan Expert 3. Expert, Bitches. Spaß beiseite, also wenn jemand eine Menge Kühler hat oder ein Temperaturenfreak ist, dann hat man hier halt die Möglichkeit, alles im Auge zu behalten und je nach Bedürfnissen einzustellen. Wir haben 16 GB DDR4 ROG Impact Speicher von Avexir. Diese stehen zwar nicht auf der Liste der kompatiblen Speicher, aber alles läuft so an sich ohne Probleme. Werd mir nochmal 16 GB Kit besorgen, damit ich dann auf 32 komme. Als Grafikkarte haben wir eine Strix GTX 980 Ti OC Edition, 6 GB DDR5, 1317 MHz Prozessortakt und 7250 MHz Grafikspeicher. Aber um diese Werte zu erreichen, braucht man das Programm GPU Tweak 2 von Asus. DirectCU3 und Triple Wing Blade sorgen für maximalen Luftstrom. Das 0 Dezibel Lüfter Design sorgt dafür, dass sich die Lüfter unter einer Temperatur, ich glaube das waren 55 Grad, einfach abschalten. Sobald die Grafikkarte wieder beansprucht wird oder man über die 55 Grad kommt, laufen die Lüfter natürlich wieder. Egal ob Battlefield 4, Battlefront oder The Witcher 3, alles läuft ohne Probleme auf Ultra. Wir haben 2 SSDs von Samsung, eine mit 256 GB nur für Windows, eine mit 500 GB für Spiele, werde mir aber vielleicht noch eine holen, aber die SSDs sind halt ein bisschen teuer, ne? Dazu haben wir noch 3 TB Seagate Barracuda. Das Netzteil ist ein Lepa G1600 vom alten PC. Das neue Netzteil von Enermax Platimax 1500 Watt funktioniert leider nicht. Es schaltet sich sofort aus, also keine Ahnung, auch mit Brücke, es schaltet sich sofort aus. Wenn ich das Netzteil dann vom Strom nehme, beziehungsweise aus der Steckdose nehme, schalten sich die Lüfter nach 30 Sekunden an, laufen erst langsam, danach schnell nochmal für 10 Sekunden. Ich habe keinen Plan, warum. Ich möchte mich nochmal an dieser Stelle bei Asus, Nvidia, Sharkon und Enermax bedanken. Die haben mir nämlich ein wenig Hardware zur Verfügung gestellt. So, nachdem ich nun alle meine Daten aufgezählt habe und genug Werbung gemacht habe, nein, Quatsch, werde dafür nicht bezahlt, nicht, dass ihr mich hier wieder an den Pranger stellt oder so, ne? Aber das Rampage 5 Extreme ist einfach ein reines Mainboard fürs Übertakten. Also das ist unglaublich hochqualitativ, ne? Da ist so viel Sicherheit im Mainboard, ne? Das ist ein Traum, wenn es ums Übertakten geht, auf jeden Fall. Ich habe noch was Kleines Schönes gemacht, das habe ich letztes Jahr schon gemacht gehabt. Ich habe einen Song aufgenommen, ich bin Nvidia-Fanboy, also ich meine, meine Grafikkarten dürfen nur von Nvidia sein, weil ich das einfach möchte. Ich habe auch mal AMD gehabt, ne, nichts gegen AMD, wenn ihr AMD habt, finde ich super, AMD läuft auch, aber ich bin Nvidia-Fanboy, ich finde Nvidia super und ich habe halt so einen kleinen Nvidia-Song gemacht, wo es halt darum geht, ja, Nvidia ist beste Fanboy und all so ein Scheiß, ne. Nimm mir das nicht zu übel, wenn du AMD hast, dann bist du genauso cool wie ich, ne, also wir sind alle Gamer. Nvidia, AMD, das sind halt einfach zwei verschiedene Welten, ist aber super, das ist zwei verschiedene Firmen gibt, die halt gegenseitig konkurrieren. Ne? Ich bin Nvidia-Fanboy, stehe dazu. Und wenn du AMD-Fanboy bist, dann bist du AMD-Fanboy. Wir sind trotzdem Browser wie Gamer. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Fragen zum Tisch habt oder irgendwas, dann lasst es mich wissen. Und ich würde sagen, nützt so mal eher ein klein bisschen Musik. Also, haut rein. Das Logo ist grün, weil's für Performance steht. Ich bin ein Fanboy, ja, wenn's um Quali geht. Zwingen niemanden die Marke zu lieben, aber die lassen dich auch nicht biegen. FPS sind schon übertrieben. Und es läuft Battlefield auf Ultra, Witcher läuft auf Ultra. Ohne diese Marke
Marke ginge das nicht. Und jetzt bei Dragon Age auf Ultra, GTA auf Ultra. Aber nur bei Arma wird's brenzlig. Und ich greife zu, weil's für Leistung steht. High-End in der Hand, wenn's um Zocken geht. Ich wähle ganz klar Nvidia, die Auswahl, sie ist auch da. Enorme Leistung geht fix, wähle einfach die Titanix. Du bereust auch nichts, einfach 4K Gaming Nvidia ist meine Lieblingsmarke. Schau, du weißt es ganz genau. Und Shadowplay nimmt die besten Momente auf. Battlefield auf Ultra, Witcher läuft auf Ultra. Ohne diese Marke ginge das nicht. Und deshalb Dragon Age auf Ultra, GTA auf Ultra. Aber nur bei Arma wird's brenzlig. Bleibe bei Nvidia. Battlefield auf Ultra, Witcher läuft auf Ultra. Ohne diese Marke ginge das nicht. Und es läuft Dragon Age auf Ultra, GTA auf Ultra. Aber nur bei Arma wird's brenzlig. Und es läuft Battlefield auf Ultra, Witcher läuft auf Ultra. Ohne diese Marke ginge das nicht. Und es läuft Dragon Age auf Ultra, GTA